Tag Freunde, was geht? Ich bin's mal wieder. Schön, dass ihr wieder am Set seid und wieder eingeschaltet habt. Heute mal ein kleines Video, wieder zum LS Tuners Update. Aber heute soll es mal um den Los Santos Car Meet an sich gehen, beziehungsweise darum, wie man möglichst schnell Reputation-Punkte sammeln kann. Diese Punkte benötigt ihr, um euch beispielsweise die Einkaufspreise der neuen Tuner-Fahrzeuge freizuschalten, aber auch noch für einige andere Sachen wie Tuner-Teile oder allgemein Klamotten etc. pp. Ihr schaltet alle 5 Level den Preis für ein zufälliges dieser Autos frei. Deswegen wäre es ja nice, sich so schnell wie möglich alle diese Einkaufspreise freizuschalten und sich da einen Haufen Kohle zu sparen. Denn es kann ja nicht jeder finanziell so gut aufgestellt sein, wie ich das zum Beispiel bin. Oder etwa doch? Also die Leute, die sich alle Videos aus der Easy Stretcher Money Guide Playlist angeschaut haben, eigentlich schon, Digga. Also, okay, dann scheinbar doch kein Problem, aber trotzdem schadet es ja nicht und ist auch, denke ich, nie verkehrt, ein bisschen Geld zu sparen. Kleiner Side-Fact, ab Level 75 habt ihr dann alle Einkaufspreise freigeschalten. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, sondern hilfreiche Tipps ins Video reinpacken. Kurzer Freestyle. Also, let's go. Der einfachste Weg ist einfach beim LS Car Meet rumzugeiern. Dafür bekommt ihr 10 Rep alle 4 Minuten. Also einfach nur vor Ort sein und fertig. Sieht man das? Wenn ihr dazu noch LS Car Meet Kleidung tragt, verdoppelt sich dieser Bonus von 10 auf 20 alle 4 Minuten. Jedoch geht das Ganze nur 10 Mal am Tag. Das heißt, danach sind es dann wieder nur 10 Rep alle 4 Minuten. Und auch so ist dieser 10 bis 20 Rep Bonus wahrscheinlich nicht der effektivste Weg, um hochzuleveln. Deswegen empfehle ich da auch nicht irgendwie sich AFK hinzustellen, um da irgendwie zu leveln, sondern es gibt da schon ein paar bessere Möglichkeiten. Das würde ich mir auf keinen Fall geben an eurer Stelle. Übrigens, ich weiß, es gab und es gibt Glitches, mit denen man schnell gut leveln kann. Habe ich zumindest gehört. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Aber Thema Glitches bin ich raus. Habe ich keinen Plan von, ist nicht mein Gebiet. Deswegen, da bekommt ihr leider heute keine hilfreichen Infos von mir. Eine recht praktische Möglichkeit ist meiner Meinung nach das Tunen von Autos im LS Car Meet. Dafür bekommt ihr nämlich 125 Rep. Das ist leider nur zweimal täglich möglich mit 2 Fahrzeugen. Das heißt also, je Fahrzeug einmal mit maximal 2 Fahrzeugen. Irgendwie eine komische Regel, hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Demnach sind es maximal 250 Rep am Tag. Da könnte man sich theoretisch das Umbauen eines Autos einfach über ein paar Tage aufteilen oder einfach immer beispielsweise möglichst billig die Farbe ändern oder ähnliches. Ich denke, da finden sich Wege, dass man da nicht dumm irgendwie Geld verballert und dennoch gut diesen Bonus täglich ausnutzen kann. Wenn ihr euch Klamotten beim LS Car Meet Klamottenshop kauft, bekommt ihr ebenfalls 125 Rep. Aber das kann leider sehr schnell teuer werden und man muss logischerweise überhaupt die Klamotten auch erstmal nach und nach freischalten. Ist vielleicht eher was für Spieler, die eh zu viel Kohle haben und die Möglichkeit haben, sich sozusagen Rep für GTA-Dollar zu kaufen. Ist leider nicht bei jedem so von der finanziellen Situation machbar. Oder auch einfach Leute, die keine Hobbys haben und Spaß daran finden, irgendwelche komischen, wacken Klamotten freizuschalten. No front. Aber ich sage immer, jeder das Seine. Dann gehen wir jetzt mal rüber zur Teststrecke des LS Car Meet. Da gibt es nämlich auch einige Möglichkeiten, sich seine Rep-Punkte zu verdienen. Dort könnt ihr nämlich an Zeitrennen teilnehmen oder auch an Spurt- oder direkten Duellrennen. Ihr bekommt auf jeden Fall Punkte allein schon, wenn ihr teilnehmt. Wenn ihr noch gewinnt, ist dieser Bonus natürlich noch höher. Sobald ihr eure persönliche Bestzeit überbietet beim Zeitrennen, bekommt ihr meines Wissens auch nochmal einen Bonus von 125 Punkten. Und das Ganze ist zweimal täglich möglich, soweit ich weiß. Aber ich bin mir da leider gerade auch nicht zu 100% sicher, ob die Info stimmt. Aber ich habe das auf jeden Fall gehört, dass das klappt. Ebenfalls Rep bekommt ihr, wenn ihr alle der 3 Testfahrzeuge mal Probefahrt auf der Strecke. Also auf jeden Fall jedes der 3 Dinger einmal mitnehmen und testen, ein bisschen rumheizen. Macht, finde ich, sowieso Bock oder ist interessant. Und somit eigentlich auch sehr praktisch als Rep-Verdienmethode. Allgemein gibt es auch noch einen Bonus, wenn ihr regelmäßig zum LS Car Meet kommt. Das bedeutet, wenn ihr euch beispielsweise 7 Tage am Stück einloggt und zum LS Car Meet kommt, dann gibt es dort einen zusätzlichen 100 Rep Bonus. Bei 14-tägiger Streak sind es dann 250 Rep zusätzlich und bei 30 Tagen einloggen und täglich zum LS Car Meet kommen, gibt es dann noch extra 500 Rep obendrauf als Bonus. Ist ganz nice, finde ich, aber ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen zu wenig. Es wäre durchaus auch gerechtfertigt gewesen, wenn ihr da ein bisschen mehr rausgerückt hätten, aber was willst du machen, das kannst du jetzt nicht beeinflussen, leider. Da als kleiner Tipp, vielleicht macht es Sinn, sich den Spawn auf den LS Car Meet zu legen, dann ist man schnell beim Onkommen da und vergisst das Ganze ja auch nicht. Wäre auf jeden Fall ein cleverer Move, würde ich sagen. Kommen wir zu den wahrscheinlich besten Methoden, um diese Rep-Punkte zu sammeln, und das sind die Straßen- und Verfolgungsrennen. Wenn ihr an einem Rennen teilnehmt, gibt es dafür auf jeden Fall schon mal 125 Punkte. Solltet ihr ein Straßenrennen gewinnen mit mindestens 5 weiteren Spielern in der Lobby, gibt es dafür nochmal zusätzlich 80 Rep. Solltet ihr ein Verfolgungsrennen mit 9 oder mehr Spielern in der Lobby gewinnen, gibt es zusätzlich 100 Rep. Also kommt ihr somit auf einen möglichen Rep-Punkte-Verdienst von maximal 205 Rep beim Straßenrennen und maximal 225 Rep beim Verfolgungsrennen. Im Normalfall natürlich und wie gesagt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Beide also sehr ähnlich, die Verfolgungsrennen natürlich noch ein bisschen lohnenswerter, aber ich würde jedem auf jeden Fall empfehlen, macht das, worauf ihr am ehesten Bock habt.
die paar Rap-Unterschied sollten jetzt auch nicht ausschlaggebend dafür sein, dass ihr zum Beispiel nur Verfolgungsrennen macht, aber eigentlich viel lieber Straßenrennen fahren würdet, nur weil ihr da theoretisch mehr Rap bekommt, das dann nicht macht und euch da irgendwie auf den Sack geht nach einer Weile. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, wie ihr diese Rap-Verdienste aus den Rennen maximieren könnt. Ihr könnt euch beispielsweise einen Kumpel schnappen und mit dem zusammen ein Straßenrennen zu zweit mit nur einer Runde veranstalten. Wenn ihr dieses Rennen dann gewinnt, bekommt ihr 165 Rap. Und als zweiter Platz sind es 157. Klar, das ist auf jeden Fall weniger als die 205, die man sonst, wenn alles gut läuft, verdienen könnte. Aber dieses Rennen geht auch viel, viel schneller, logischerweise. Deswegen macht das durchaus Sinn, das mal so zu probieren, wenn ihr einen Kumpel habt, der auch safe am Start ist. Und wie gesagt, wenn ihr da jemanden habt, der da immer regelmäßig dabei ist, geht das auch viel, viel leichter zu organisieren, als wenn ihr jetzt immer 5 von 8 Leuten bei so einem Straßenrennen in so einer Public Lobby zusammenbekommen müsst, um diese Boni komplett auszuschöpfen. Weil nur so sind ja diese Bedingungen auch gegeben. Bei dem Verfolgungsrennen lässt sich das ja logischerweise nicht anpassen, was die Rundenzahl betrifft. Deswegen sind die Dinger in öffentlichen Lobbys, also wenn ihr nicht mit einem Kumpel zusammen einfach eine Zweier-Lobby-Straßenrennen startet, denke ich sogar die bessere Option. Einfach weil der Großteil, wenn ihr nicht selber Host seid, bei den Straßenrennen, denke ich, nicht nur eine Runde einstellen wird. Dann ist das Ganze zeitlich halt auch einfach nicht mehr so easy einzuschätzen, wie lange man da wirklich braucht für jedes einzelne Rennen. Und deswegen, denke ich, sind die Verfolgungsrennen da möglicherweise die bessere Option. Also Freunde, aktueller Stand, maximal Level 1000 geht. Ich würde mal sagen, ab zur Tanke und macht eure Schlitten voll und fahrt mal ordentlich ein paar Rennen durch die Gegend. Und wer als letzter Level 1000 ist, ist Verlierer. Das Geile ist tatsächlich, dass diese beiden Rennarten, finde ich, sehr Bock machen und man die sowieso fahren würde. Deswegen umso geiler, dass sie im Verhältnis zu den anderen Möglichkeiten, die es gibt, auch die beste Rap-Punkte-Sammelmethode sind. Das passt ganz gut zusammen, finde ich. Ich hoffe natürlich trotzdem zukünftig auf Eventwochen mit geilen Rap-Boni. Da wird safe auch was kommen von Rockstar. Denn auf die Dauer, finde ich, ist das schon ein ziemlich ekliger Grind, wenn man sich da wirklich hochleveln will und darauf fokussieren will. Dauert das alles schon echt ewig und ist auch, denke ich, sehr eintönig nach einer gewissen Zeit. Haben sie leider meiner Meinung nach noch nicht so geil geregelt, aber im Endeffekt hat man dann halt auch eine Challenge. Hat alles seine Vor- und Nachteile, denke ich. Ansonsten sollte es das dann auch schon gewesen sein von meiner kurzen Anleitung, was das Reputation-Punkte-Sammeln angeht. Wie immer, lasst es mich gerne wissen, falls ich und wo ich Bullshit verzapft habe in diesem Video. Danke für euren Support, Freunde. Das letzte Video ist mal wieder für meine Verhältnisse komplett durch die Decke gegangen. Hat mich sehr gefreut. Kuss geht raus. Wenn ihr an diesen Support anschließen wollt, dann lasst doch auch gerne bei diesem Video einen Daumen nach oben da. Danke, Mann. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns wieder im nächsten Video sehen. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch was, Freunde. Macht's gut und ciao, ciao.